Hallo alle miteinander und willkommen zu einem neuen Marketport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich eine etwas kleinere Palette von Karten für euch, jedoch trotzdem ein paar sehr interessante Preisentwicklungen. Doch bevor wir loslegen, würde ich ganz gerne darauf hinweisen, dass falls ihr Market Watches mögt, falls ihr den Markt im Auge behalten wollt, euch Tipps zu Card Market gefallen und Yu-Gi-Oh! News rund um das Ganze, ihr noch ein bisschen was übers Händlerdasein erfahren wollt, lasst gerne ein Abo da, denn damit befassen wir uns hier auf dem Kanal. Und falls euch dieses Video was gebracht hat, auch gerne einen Daumen nach oben. Das ist gut für den YouTube-Algorithmus und sorgt dafür, dass mehr Leute die Videos sehen. Gut, kommen wir jetzt aber direkt zur ersten Karte, mit der wir uns beschäftigen wollen. Und zwar ist das der Goldene Lord. Eldritch the Golden Lord ist eine Karte, die ja immer mal wieder mit ihrem Preis hoch und runter gegangen ist und momentan so teuer ist wie noch nie. Vor ein paar Tagen war das zwar noch ein bisschen schlimmer, wie man hier sehen kann. Es sind wieder ein paar auf den Markt gekommen, aber trotzdem ist die Karte inzwischen zwischen 110 und 150 Euro. Und es sind nach wie vor nicht viele auf dem Markt. Das hier ist echt schon nicht so viel und das ist auch relativ simpel zu erklären, warum jetzt noch einmal dieser Preisanstieg. Und zwar gibt es ja dieses Numeron-Deck, was jetzt in Battles of Legend Armageddon rausgekommen ist, und das spielt sich Tatsache mit Eldritch zusammen sehr gut, wie ich das zumindest mitbekommen habe, und das sorgt halt dafür, dass diese Karte nochmal im Preis spiked, einfach aus dem simplen Grund, dass so gut wie alle anderen Karten aus der Eldritch-Engine nicht teuer sind und alle anderen Karten aus der Numeron-Engine auch nicht wirklich teuer sind. Das ist so ziemlich die einzige Money-Card in dem Deck. Man kann rein prinzipiell noch Numeron-Netzwerk mit 10 Euro als Money-Card sehen, aber das ist dann auch schon wieder das Höchste der Gefühle. Die nächste Karte, die wir uns anschauen wollen, ist Storming Mirror Force. Eigentlich nicht die Secret Rare, ich wollte sie hier nur trotzdem auch einfach mal erwähnen, denn die ist momentan eher so ein wenig im Droppen. Wie wir sehen können, gibt es von gewerblichen Nutzern die Karte schon ab 13 Euro. Und wenn wir uns die privaten anschauen, dann ändert sich tatsächlich nicht sehr viel, aber wahrscheinlich sind das dann eher Preise aus dem Ausland oder Excellent-Kopien. Die wollen wir uns jetzt aber nicht anschauen, sondern die Karte, um die es geht, ist die Gold Rare-Variante von der Storming Mirror Force. Denn hier können wir sehen, dass die mit der Zeit immer mehr im Preis gestiegen ist. Das liegt daran, dass es der einzige andere Holoprint der Karte ist und der jetzt ja auch schon wieder eine ganze Weile zurückliegt. Demzufolge nach war es klar, dass die Karte sich irgendwann nach oben entwickeln wird, und so sieht der Markt halt momentan aus. Die Commons hingegen halten sich immer noch so unter 2 Euro, wobei auch in der Legendary Dragon Decks Variante das Ganze schon knapp wird. Es liegt einfach daran, dass das halt alles wirklich Prints sind, die nicht so häufig sind, außer natürlich Structure Decks, Hyperslink. Das Structure Deck ist aber andererseits ziemlich gefloppt vom Preis. Wenn wir uns das mal eben nebenbei angucken, dann kann man selbst auf Card Market das Hyperslink Structure Deck für unter 4 Euro kaufen bei gewissen Anbietern. Das bedeutet halt einfach, hier ist sonst nichts groß Wertvolles drin. Also auch hier einfach eine natürliche Preisentwicklung, dass irgendeine Karte hier drin dann schon wieder ihren gewissen Wert erreichen wird. Die nächste Karte, die wir uns anschauen wollen, ist Nummer 46, Dragluon. So wird er, glaube ich, ausgesprochen, Dragluon. Das war sehr interessant, und zwar muss ich hier den Preis auch nochmal anpassen. Den hat letzte Woche jemand irgendwann mal leer geräumt. Also waren hier teilweise gar keine auf dem Markt. Die Karte war bei über 20 Euro und das in Super Rare, was auch sehr irritierend war. Vor allem, wenn man in Betracht sieht, dass man die Ultimate Rare auch schon ab 20 Euro bekommen kann. Deswegen wollte ich das hier einfach mal erwähnen, dass irgendjemand die Super Rare leer geräumt hat. Ich weiß aber nicht genau, was die Mission des Ganzen ist. Wird die Karte jetzt nochmal interessant oder liegt das einfach nur daran, dass die Karte bisher kein Reprint bekommen hat und jetzt quasi eine komplette Nummern-Collection möglich ist, da ja die letzten Nummern rausgekommen sind? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr mehr darüber wisst. Die nächste Karte ist Nummer S0 Utopic Sechsel. Wir haben ja eben quasi über die Numeron-Engine schon gesprochen, und Utopic Sechsel ist eine der Hauptstrategien, die diese Engine herausbringen kann. Sechsel gibt quasi in gewisser Weise einen Turn. Du kannst noch einige Sachen machen, aber du kannst halt überhaupt nichts aktivieren, wenn er auf dem Feld liegt. Du kannst höchstens in Aktivierung seines Effekts etwas reinchainen, wenn du das kannst, aber da gibt es nicht so viele Karten, die das machen. Ja, inzwischen, obwohl es eine Promo ist, eine 6-Euro-Karte geworden, was sehr interessant ist. Als die Numeron-Engine angekündigt wurde, ging die Karte zuerst auf 3 Euro hoch, dann auf 5 Euro und jetzt bewegt sie sich auf die 6 Euro zu. Macht aber auch Sinn, weil wie gesagt, die Engine ist stark und nicht sonderlich teuer. Wir haben darüber geredet, Numeron Network ist, glaube ich, die teuerste Karte in der ganzen Engine. Wir können uns nochmal kurz die Jump-Variante von Utopic 6 anschauen, da das ja die High-Rare-Variante ist, eine Ultra-Rare. Und bei uns
in Europa natürlich auch schwerer zu bekommen als in den USA, wo sie distributed wurden. Fängt bei 18 Euro an und bei gewerblichen pendelt es sich bei 23 bis 25 Euro ein. Ist eigentlich nicht so wenig Geld, aber dann auch andererseits wieder nicht so viel, weil die Engine halt, wie gesagt, sehr teuer ist. Nicht sehr teuer ist. Die nächste Karte ist Gears of the Orcus Magnite und die Karte ist ebenfalls irgendwie... Kann die sich noch nicht so richtig entscheiden, wo sie hin soll. Denn mal wird sie wieder ein bisschen teurer, wie wir hier sehen können, ist ein bisschen gestiegen. Dann geht sie wieder etwas runter, dann wird sie wieder etwas teurer, dann geht sie wieder etwas runter. Und natürlich, diese kleinen Schwankungen liegen auch einfach am Wands-Tool, dass manche Leute halt zum Beispiel gerade von JK unglaublich viel im Einkaufswagen haben und deswegen dann die bei JK rauskaufen, um sich Versandkosten zu sparen, im Gegensatz zu dann bei E-Man zum Beispiel zu kaufen. Und dadurch ist dann der Euro natürlich höher. Dann geht er wieder runter, weil die nächsten bei E-Man oder bei We Love to Collect oder ähnlich rausgegangen sind. Aber das ist gar nicht so das Thema. Es geht Tatsache darum, dass immer mal wieder etwas mit der Karte aufkommt und das dann doch wieder verworfen wird. Und ich bin gespannt, ob die Karte sich jetzt irgendwann nochmal nach oben einpendeln wird oder ob sie dann irgendwann droppen wird. Momentan hält sie sich jedenfalls nach wie vor mit kleinen regelmäßigen Schwankungen in diesem Preisbereich. Das heißt, ihr müsst euch nicht allzu viele Sorgen machen, dass die Karte jetzt morgen 50 oder 80 Euro geht. Die nächste Karte ist Predaplant Werte Anaconda. Und die ist natürlich jetzt seit ein paar Wochen wieder konstant am Steigen. Dragoon kommt ja Ende dieses Monats in den Tins. Und das ist eine der Hauptkarten, weswegen Werte Anaconda relevant ist. Es gibt natürlich noch andere Karten, aber das sorgt jetzt dafür, dass die Karte wieder im Preis steigt. Hat sich ja eine kurze Zeit wieder, also hier in dem Bereich, sogar teilweise auf 17 Euro abgekühlt, auch wenn hier nur Verkäufe für 18 Euro plus zu verzeichnen sind. Und geht jetzt aber momentan schon wieder so an die 20 Euro und wird sich wahrscheinlich irgendwo hier oben im 23, 24 Euro Bereich einfinden, sobald Dragoon rausgekommen ist. Sofern die Bannliste nichts macht, muss man ja dazu sagen, September kommt eine Bannliste, das darf man nicht vergessen. Die nächste Karte, die ich euch zeigen möchte, ist im Wesentlichen nicht bloß eine Karte, sondern die komplette Numeron-Engine. Denn wir haben hier die Nummer 2, die man ab 10 Cent in größeren Mengen bekommt, also in mehr als der Menge, die man für ein Deck braucht. Wir haben die Nummer 1, die wir in mehreren Kopien für 10 Cent bekommen. Wir haben die Nummer 3, die wir in mehreren Kopien für 10 Cent bekommen. Und die Nummer 4, die wir sogar in mehreren Kopien für 7 Cent bekommen. Dann gibt es in dieser Engine noch Numeron Calling, was eine Secret Rare ist, die man ab 1,60 mehrere Kopien bekommt. Dann gibt es die teuerste Karte dieser Engine, Numeron Network, die man für unter 10 Euro mehrere Kopien bekommt. Und zum Schluss noch die Numeron Wall, die wir auch ab 10 Cent in unglaublich vielen Kopien bekommen. Und ich finde, dass diese ganzen Ultra-Rare-Karten, natürlich, es sind keine Shortprints. Die Karten sind oft genug in Battles of Legend drin gewesen. Und Battles of Legend ist kein Pack, das selten geöffnet wurde. Nichtsdestotrotz ist diese Engine gut, sind diese Karten gut. Und da ist das Ganze halt einfach etwas undervalued. Ach ja, und wir haben ja auch noch die C1, die wir auch bei weit unter einem Euro bekommen. Ihr müsst halt überlegen, die Engine hatte unglaublich viel Hype. Also vor allem die Secret Rare Karten. Als ursprünglich angedacht war, naja, die Numeron Karten wären bestimmt die Short Prints in dem Set. Was dann ja am Ende nicht so gekommen ist. Und dann gab es erstmal so einen riesen Abfall der Preise. Und jetzt muss man halt gucken, wann wird sich diese Engine wiederholen? Wird sich diese Engine wieder erholen? Gibt es genug Demand für diese Karten? Und ich gehe Tatsache davon aus, ja, denn sie ist natürlich kombinierbar. Sie ist splashable und trotzdem auch eigenständig spielbar. Dann holt man sich noch die Karte Fifth Hope dreimal und zum Beispiel Fafa hat eine Variante damit ganz interessant gezeigt, wo er halt pur gespielt hat und dann mit begrenzter Entferner und mit seinem Gegner Monster rübergeben und dann rüberrennen etc., wo sich die ATK dieser Karten immer verdoppeln und verdoppeln und verdoppeln und er halt so eine OTK-Variante daraus gespielt hat, also nicht mal am Ende sich auf Utopic Sechsel verlassen hat, sondern einfach nur eine angriffssteigernde eine Runde rein da Go-Second-Variante gespielt hat. Und auch die ist sehr interessant. Und ihr müsst überlegen, diese Variante bekommt ihr für nicht mal 40 Euro. Ihr gebt halt
dreimal die 9,1827 Euro für Numeron Calling, Numeron Network insgesamt aus. Dann kauft ihr euch für 1,50 die Callings, kauft die C1 für 60 Cent, kauft die ganzen Kleinteile für 10 Cent und boom, ihr habt quasi das, was ihr braucht. Dann holt ihr euch nochmal diese Fifth Hope oder wie die Drawkarte heißt, die ja vor kurzem rausgekommen ist, aber schon länger her ist als Battles of Legend Armageddon. Und dann habt ihr den ganzen Core, dann holt ihr euch noch ein paar Common Staples und ein paar Handtraps, die man eigentlich in seinem Pool haben sollte, weil die sich ja nicht wirklich über die letzten Jahre geändert haben. Und schwupps habt ihr ein Deck, das sogar Spaß machen kann und das halbwegs competitive spielen kann. Also gehe ich davon aus, dass wir selbst in diesen Ultra Rares hier, dass wir da halt quasi sogenannte Penny Stonks sehen, dass die halt sich irgendwann für 50 Cent aufwärts bewegen werden und dass hier momentan einfach zu niedrige Preise sind. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Die nächste Karte, die ich euch zeigen möchte, ist Invocation. Und das ist ein ziemlich leidiges Thema, denn die Karte ist halt wieder keine massenzugängliche Karte geworden. Das heißt, Spieler können sie nach wie vor nicht ohne weiteres spielen. Die Engine ist nach wie vor keine Budget-Engine geworden, obwohl selbst andere Sachen wie die Numeron-Engine als Budget-Engine quasi rauskommen. Und viele Leute, die sogar Invocations hatten, haben sie umsonst verkauft und viel zu günstig verkauft. Denn momentan geht die Variante aus Battles of Legend Armageddon 18 Euro circa. Dann haben wir die Super-Rare-Variante aus Shadows in Valhalla, die ja kurze Zeit auf 5 Euro gedroppt ist, geht jetzt auch wieder für, hier haben wir noch eine für 16 Euro und dann eine für 17 und dann wieder für 20 Euro raus. Und auch die Original-Variante aus Fusion Enforcers geht wieder für 20 Euro und pendelt sich sogar am Ende bei 25 Euro ein. Das ist halt gar nicht mal so der gute Preis, wenn man diese Engine einfach just for fun mal ausprobieren möchte. Schade eigentlich, aber vielleicht sehen wir demnächst noch einen Print von der Invocation. Die nächste Karte, die ich euch zeigen möchte, ist Tatsache Odice Revolution Dragon. Eine Karte, die rein prinzipiell noch gar nicht released ist, weil sie in Rise of the Duelist drin ist und der offizielle Release-Termin ja erst nächsten Donnerstag ist. Natürlich gab es die Premier-Events und natürlich haben die meisten Händler jetzt ihre Displays schon bei sich. Wir haben unsere auch schon aufgemacht, dazu kommt nächste Woche ein Video. Geht aktuell 13 Euro, sogar mehrere Kopien für 13 Euro im Presale und die Karte sieht ganz stark danach aus, als ob sie noch weiter droppen wird, wenn das Set seinen offiziellen Release hat und die ganzen privaten Verkäufer ihre Karten auch noch online stellen können. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, die Karte ist ziemlich undervalued, denn der Effekt ist sehr variabel. Du kannst sehr viel damit machen und die Karte ist halt mindestens für Drachen, Xyz, Synchro und Fusionsmonster eine Monster Reborn, weil du kannst sie einfach in die Pendiscale legen, dann zerstören und ein Drachen, Xyz, Fusions- oder Synchro-Monster im Friedhof fehlen und das als Spezialbeschwörung beschwören. Das bedeutet, wenn wir das Ganze jetzt in irgendwelchen Pendeldecks, wo sie ja eigentlich reingehört, sehen, dann kannst du damit zum Beispiel den Odice Absolute Dragon, den du weggelinkt hast, um einen Wirbeldrachen zu beschwören, kannst du ihn halt nochmal reviven und nochmal weglinken, um noch einen Wirbeldrachen zu beschwören. Irgendwas in der Richtung wird sicherlich möglich sein. Interessante Sache. Die nächste Karte, die ich euch zeigen möchte, ist der Invoked Mechaba. Und das ist die Karte, die jetzt halt quasi kein Reprint bekommen hat und so langsam am Steigen ist, denn der letzte Print war Shadows in Valhalla als Super Rare und die Karte ging lange Zeit halt 30 Cent, jetzt geht sie wieder 2 Euro aufwärts und aus dem Originalset Fusion Enforcers ist die Karte sogar auch schon wieder bei 16 bis 18 Euro angekommen, was für eine Karte, die ich glaube irgendwann 2017 rausgekommen ist, auch gar nicht mal so wenig ist, möchte ich hier nur nochmal anmerken. Dann haben wir noch den Chaos Emperor the Dragon of Armageddon, die meistgeschortetste Shortprint in Battle of Legend Armageddon zusammen mit Invocation, die kurze Zeit auf 50 Euro gespiked ist. Jetzt aber Tatsache wieder sich so bei 22 bis 27 Euro einpendelt. Wir sehen hier zum Beispiel sehr viele für 26,49 verfügbar. Das bedeutet, die Karte ist erstmal übers Ziel hinausgeschossen und hat sich jetzt halt quasi wieder abgekühlt, weil gar nicht so viele Leute die Karte haben möchten, was auch besser ist für die Menschen, die sie spielen wollen, denn jetzt müssen sie nicht 40 Euro oder mehr für diese Karte ausgeben, sondern können sie halt Tatsache wieder für, naja, wenn du nur eine Karte spielen willst, was ja durchaus nicht unüblich ist, kannst du sie schon für 22 Euro plus Versand gerade kaufen. Das ist halt gar kein so schlechter Preis und ich denke mal für alle akzeptabel. Die nächste Karte, die ich zeigen möchte, ist Upstart Goblin. Die möchte ich hier einfach nur mal erwähnen, weil ich das Gefühl habe, dass diese Karte demnächst hochgehen
könnte. Die Karte hat sich ja lange Zeit für 1 Euro verkauft, aber so langsam gehen den Leuten, die viele davon auf einmal online hatten, die Karten aus. So sehen wir, dass sie sich relativ schnell von 1 Euro zu 1,30 bewegen und wir sehen erst wieder wirklich mehrere Kopien in einem 1,50, wenn nicht sogar noch teureren Bereich. Die erste Anzahl, die wir sehen, wo mehr als 9 Kopien verfügbar sind, sind bei 1,58. Das bedeutet, die Karte könnte bald einen 50-Cent-Sprung machen oder ähnliches. Und die letzte Karte für heute verhält sich Tatsache ähnlich. Das ist Solemn Judgment aus dem gleichen Set. Hat sich auch lange Zeit für 80 Cent bis 1,20 verkauft und geht jetzt einen ähnlichen Weg. So sehen wir hier relativ schnell 1,20, 1,30, 1,40 und dann haben wir hier bei mir für 1,45 bin ich jetzt mal der Erste, der eine zweistellige Zahl dahinter stehen hat. Die werde ich wahrscheinlich aber noch weiter hochsetzen, nachdem ich das gesehen habe und werde mich hier irgendwo im 1,75, 1,78 Bereich einfinden. Denn auch Solemn Judgment ist eine Karte, die sehr nützlich ist, sehr beliebt ist und in vielen Decks gespielt werden kann. Eigentlich in jedem Deck kann man sie spielen. Ob das so sinnig in jedem Deck ist, ist eine andere Sache, aber die Karte hat halt Potenzial. Gut, wie gesagt, heute war nicht der längste Market Watch. Das war es jetzt auch schon wieder. Wir werden gleich noch auf Twitch live gehen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir werden Kartenlisten uns über Rise of the Duelist unterhalten. Ich kann mir gerne wieder ein paar Cardmarket-Accounts von euch anschauen. Wir werden Customer Service machen und haben noch viel, viel mehr vor. Es gibt viel, worüber wir reden müssen. Unter anderem ja auch dieses Voting, was Konami veröffentlicht hat. Aber dazu kommen wir dann erst im Stream. Mein Name ist Alex von Rising Time. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist schön, dass ihr dabei wart. Lasst, wie gesagt, gerne ein Abo da und ansonsten genießt euren Sonntag. Macht's gut und bis morgen oder bis später im Stream. Tschüss.